Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin nach 3 Wochen Urlaub tiefenentspannt aus den USA wieder zurück. Und heute kümmern wir uns um das, was ich vor meiner Reise angeteasert habe. Heute kümmern wir uns um das Unboxing und das Setup von meinem neuen Projekt, dem Goblin Raw Puma Low RPM Superlight Setup. Also, bleibt dran, viel Spaß! Ja, an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen zurück. Es freut mich, dass ihr wieder den Weg hierher gefunden habt und so geduldig wart, die 3 Wochen abzuwarten, in denen ich, naja, nicht in der Sonne gelegen, aber durch die Wüste gewandert bin. Nein, ich war 3 Wochen in den USA gewesen. Ich war erst eine Woche auf dem Snohomish Funfly in der Nähe von Seattle. Ein wirklich, wirklich tolles Oldschool Funfly, wie es eigentlich sein sollte, aber dazu in einem separaten Vlog noch mehr. Ich habe heute alle Daten auf den Rechner übertragen. 2000 kleine Dateien in Tutto Completi. Das heißt, das wird ein bisschen dauern, bis ich das fertig habe. Lasst mir ein bisschen Zeit. Solange kümmern wir uns um das, was ich eigentlich versprochen hatte, nämlich den Goblin Raw Puma. Hier ist das gute Stück und ihr seht, der ist sogar noch eingeschweißt. Jetzt mal an euch da draußen, Hand hoch, in die Kommentare schreiben. Das Ding kam 3 Tage, bevor ich in Urlaub geflogen bin. Wer von euch hätte es geschafft, das Ding so lange in der Ecke stehen zu lassen, ohne da einmal reinzugucken? Hand hoch oder schreibt es unten rein. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, wenn ich da saß, dass ich immer aus der Ecke gehört habe, mach mich auf, guck rein, fang an zu bauen, niemand wird es merken. Die Stimme war sehr laut zum Schluss, aber ich habe sie gekonnt ignoriert. Was ich mir außerdem noch dazu bestellt habe, ist diese hochgradig faszinierende weiße Box von SAB, in welcher sich die offizielle Goblin Raw 700 Haube befindet. Zumindest das, was man noch als Haube bezeichnen kann, weil viel Haube hat der Heli ja nicht mehr. Ich war immer sehr fasziniert von diesem Akku-Schnellwechselsystem, von diesem Goblin Raw 700 und wollte das jetzt auch haben. Außerdem finde ich die originale Raw-Haube irgendwie cooler als die, die beim Puma dabei ist. Deswegen habe ich mir diese weiße originale Haube dazu bestellt, plus alle Teile, die man braucht, um es umzubauen. Bin sehr gespannt tatsächlich, ob man weiß überhaupt in der Luft sieht. Wir werden es sehen. Ja? Vielleicht habe ich mir auch selbst ins Bein geschossen und crashe den Heli relativ schnell, weil ich unbedingt weiß haben wollte, ihn aber in der Luft nicht mehr kenne. Wir werden es sehen. Das ist jedenfalls hier drin. Ansonsten liegen hinter mir, für euch jetzt unsichtbar, meine Einzel-Setup-Komponenten. Die gucken wir nachher zusammen an. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt das, was die Stimme mir vor meinem Urlaub die ganze Zeit befohlen hat. Wir machen die Folie runter und wir gucken jetzt endlich mal in die Box rein. Bin ich wieder hier schön auf dem Boden der Tatsachen. Wir gucken jetzt hier einmal in die Box. Und wie immer, eigentlich für die altbekannten Goblin-Fans, eine farbige, bebilderte Anleitung auf Englisch, eine SAB Follow Us und eine Registration Card, mit der man seinen Heli registrieren kann, für den Fall, dass es Updates gibt für irgendwelche Teile oder, keine Ahnung, kann ja auch passieren, Rückrufaktionen oder irgendwelche Probleme, dann wird man da benachrichtigt. Hier haben wir auch schon die grobe Übersicht. Wie immer in der Mitte ganz groß ist die Haube. Dieses Mal in einem sehr, sehr krassen Rot-Orange gehalten tatsächlich. Weiß. Ah ja, auch hier haben sie sich wieder den Spaß erlaubt. Weiß, Rot, Orange, Gelb. Also das, was mir beim 580er schon aufgefallen ist, die verschiedenen Farben, haben sie jetzt hier auch wieder gemacht. Aber ich erinnere daran, ich werde höchstwahrscheinlich die originale Haube fliegen.
Hier ist noch der Blood Caddy. Und hier gehe ich mal davon aus, werden die Blätter drin sein. Ja, Blätter und jede Menge Kleinzeug. Hauptrahmen, Kleinzeug. Haben wir hier noch die Akku-Trays. Das ist auch noch Hauptrahmen. Der Heckbuben in einem schönen Carbon-Look. Das hier ist alles. Ah ja, hier sind noch die Heckrotorblätter. Ja, auch jede Menge kleinteiliges Zeug. Ich glaube, das muss ich nicht jedem von euch wieder extra zeigen, weil die meisten Leute, die schon mal einen Heli aufgebaut haben, die werden das kennen. Für diejenigen, die noch nie einen Heli aufgebaut haben, sehr schön bei SAB. Man sieht genau das hier. Die Aufbauanleitung bezieht sich hier auf Seite 12. Und hier drin habt ihr dann innerhalb von Nummer 12 auch noch verschiedene Unterbeutelchen. Ne? Ihr seht hier 12.1, 12.2. Das sind dann die einzelnen Schritte. Also zum Beispiel hier seht ihr dann Box 1. Das ist ja unsere hier. Back for Page 12. Weiterhin haben wir hier das Hauptgetriebe. Schon alles vorgefertigt. Wieder, hier sind noch unsere Kugelkopfpfannen irgendwie reingerutscht. Hey. Und hier drüben haben wir das Landegestell und ganz viel weiteres Kleinzeug. Ja, fällt sich alles nach dem gleichen Prinzip. Ihr habt hier aufgedruckt, für auf welcher Seite ihr das findet. Und wir haben hier zum Beispiel noch ein Extra. Das sind meistens Ersatzteile, wie zum Beispiel extra kleine Scheibchen für den Fall, dass irgendwo ein bisschen Spiel ist. Oder hier ein Ersatzgummiring, Ersatzdichtungen, Ersatzkopfdämpfungen, falls ihr da was anderes machen wollt. SAB denkt da immer so ein bisschen mit. Was ich auch immer sehr schön finde, so Spiegeltape kriegt ihr zum Beispiel mit. Also an viele Sachen wird standardmäßig schon immer gedacht. Ich habe gerade noch entdeckt, dass hier außerdem noch ein tolles Sticker-Set dabei ist für den Goblin Raw. Ihr habt hier alle möglichen Farbkombinationen, die es gibt. Orange, Gelb und Weiß. Das sind die fertigen Sticker, auch schon fertig ausgestanzt, die ihr dann für den Heli verwenden könnt. Das passt ja tatsächlich sehr gut, denn, wie ich euch bereits erzählt habe, habe ich mir ja die weiße originale RAW-Haube mitbestellt, weil ich dieses Akku-Schnellwechselsystem haben möchte. Und wie ihr hier sehen könnt, hier ist die weiße Haube. Naja, wenn man sie denn Haube nennen darf, weil sehr viel dran ist ja tatsächlich nicht mehr. Es ist eigentlich nur der obere Teil der Haube. Ich finde sie aber sehr, sehr schick in diesem Grunge-Style. Hat sich SAB echt super modern geworden. Und ja, das wird meine Haube. Mit dabei in dem Paket von der Haube waren auch nochmal ein Stickerbogen. Also falls ich mich sogar irgendwo verklebe, habe ich hier nochmal extra welche. Und zusätzlich, um die originale Haube zu befestigen, habe ich mir noch diese, ja, wie auch immer die sich nennen, Front Lower Side Frame, also das, wo quasi hier vorne dann die Haube drankommt. Die Teile habe ich mir noch bestellt und das ist der Spacer, also der Abstandshalter, der kommt dann quasi so dazwischen, zwischen den Rahmen. Ich denke, das sollten alle Teile sein, die ich brauche. Ich hoffe es, sonst muss ich wieder was nachbestellen. Jetzt kommen wir noch zu ein paar zusätzlichen interessanten Sachen. Ich habe mir das 19er Motorritzel noch bestellt. Standardmäßig ist ein 20er dabei, da ich aber ja viel rumexperimentieren möchte und auch schauen möchte, wie tief ich tatsächlich von der Drehzahl komme, habe ich mir jetzt noch das 19er mit dazu bestellt. Da können wir also auch mal ein bisschen probieren. Ich möchte den Heli ja komplett mit MIDI-Servos fliegen. Der Heli ist von standardmäßig ausgelegt für Standard-Servos. Deswegen hat mir SAB freundlicherweise diese Adapter hier geschickt. Das ist einmal der Adapter hier für die Taumelscheiben-Servos, die H1261S. Und einmal der Adapter für das Heck-Servo, das ist die H1262S.
Das sollte es mir ermöglichen, MIDI-Servos zu benutzen, die dann natürlich auch um einiges leichter sind als Standard-Servos und natürlich auch ein kleines bisschen kostengünstiger. Kommen wir nun zu den Servos. Ihr seht schon, ich bin hier mal neue Wege gegangen und bin dieses Mal bei KST gelandet. Ich kenne einige gute Piloten, die für KST Teampiloten sind. Die haben mir alle diese Marke sehr ans Herz gelegt. Und in meinem 580er bin ich die GDW-Servos geflogen, von denen bin ich auch total begeistert. Aber im Moment bin ich gerade ungebunden, also ich kann versuchen, was ich möchte. Und das ist eine neue Generation von Servos, die besonders leistungsstark sind im MIDI-Bereich. Ich zeige euch jetzt mal hier, das sind die Taumelscheiben-Servos, das sind die Spezifikationen. Also da ist schon, ja, die können schon was, würde ich jetzt mal sagen. Und mir wurde versprochen, die wurden getestet, diese MIDI-Servos, genau diese, Hardcore 700 3D-Flug mit Mörder-Drehzahlen. So gesehen gehe ich davon aus, wenn ich mein Low-RPM-Gedönse mache, sollten die mal 30 halten. Das hier ist übrigens das Heckservo. Das sind die Daten zum Heckservo. Also ich vertraue da meinen Kollegen aus der Szene, die mir die ans Herz gelegt haben. Die kommen jetzt in meinen Heli. Und was ich mir auch noch besorgt habe, ist dieser Servo-Einsteller. Der ist ganz neu. Der hat auch gar nicht viel Geld gekostet. Ich glaube 30 Euro oder sowas. Da steckt man hier das Servo an. Dann kann man, wenn man hier ein bisschen Strom drauf gibt, dann kann man hier einstellen, mit welcher Frequenz das Servo laufen soll. Und das Geilste überhaupt ist, wenn ich jetzt das Servohorn nicht genau auf die Mitte geklickt bekommen habe. Und bevor ich jetzt diesen Mittelwert in meinem Flyerless oder in meinem Sender einstelle, na, ihr wisst ja, was passiert. Wenn das nämlich so draufgeklickt ist und ich stelle das ein, dann geht mir ja hier der Weg dann flöten. Aber das habe ich jetzt hier nicht, sondern mir wurde versprochen, wenn ich den Mittelpunkt mit diesem Tool hier verändere, dann geht mir nicht der Weg auf der einen Seite verloren, sondern der gesamte Weg verschiebt sich einfach nur. Und das wäre halt gerade für die SAB-Helis, wo man meistens immer so ein bisschen schlecht an die Servos rankommt, wäre das richtig, richtig toll. Ich bin sehr, sehr gespannt, habe mir das mitbestellt und werde das testen. Kommen wir nun auch schon zum Motorregler. Die Leute, die mich kennen, wissen, ich fliege seitdem ich kann Contronic. Ich bin einfach nur begeistert von diesen Motoren und den Reglern und die haben mir tatsächlich im Goblin 580 so tolle Dienste geleistet, dass ich jetzt einfach das gleiche Setup nochmal fliege. Also hier haben wir den Pyro 650-103L Longshaft. Kleiner, süßer Motor mit jeder Menge Power. Und als Regler haben wir den Colibri 140LV. Der ist ausgelegt bis 6S. Auch den habe ich im Goblin 580 drin. Das Schöne bei diesem Regler ist, er hat eine integrierte Telemetrie und der kann jede Sprache sprechen, die ihr wollt. Also auch Graupner, er kann Futaba, ich glaube Yeti und er hat einen integrierten Lüfter. Nicht, dass ich den brauchen würde, aber manche Leute brauchen den. Und ja, ist wirklich bis 140 Ampere. Wer Contronic kennt, weiß, 140 Ampere ist draufgeschrieben. Wahrscheinlich könnt ihr 200 Ampere Peaks machen. Dieses Ding ist echt super, gerade Teillastfähigkeit, Low RPM. Ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht. Also ich weiß, es ist ein bisschen teurer. Ich liebe diese Motoren und diese Regler. Gerade in der Kombination Contronic-Motor und Regler ist einfach das Beste, was man machen kann. Bezüglich Akkus setze ich wie immer auf OptiPower. OptiPower war so nett und hat mir einen neuen Satz 6S 5050C Akkus zugeschickt. Sogar schon mit EC5-Stecker, wie für mich gemacht. Habe ich noch weniger Arbeit. Das sind die hier. Ich liebe diese Akkus. Ich fliege die schon seit, keine Ahnung, 8 bis 10 Jahren. Das sind einfach die besten Akkus, die es meiner Meinung nach gibt. Zumindest die ich bis jetzt fliegen durfte. Die sind echt top. Und das hier ist die 50C-Variante. Die ist natürlich ein bisschen schwerer. Deswegen hat OptiPower mir netterweise neue Akkus zur Verfügung gestellt von einer neuen Red Line, nennt sich die. Red Edition. Und zwar haben wir hier 25C, die sind besonders leicht. Leicht, aber leistungsfähig. Und ihr seht schon, wenn ihr diesen 5000er Pack
neben diesen 5000er Pack haltet, was das allein schon für einen Unterschied macht. Also der Unterschied und auch der Unterschied ist schon ehrlich gesagt enorm. Wir werden die aber gleich noch wiegen. Zusätzlich zu den Testzwecken habe ich jetzt auch noch einen 6000er Pack bekommen, der auch immer noch kleiner ist als der hier. Das heißt, wir haben jetzt einen 6000er 6S und einen 5000er 6S aus der Red Edition, die wir auch noch testen können. Zusätzlich habe ich als Referenz auch noch meine bestimmt schon 5 Jahre alten 6S 4000 mAh Packs. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass die ein bisschen runder sind. Die sind, wie gesagt, schon 5 Jahre alt. Kann auch gut sein, dass ich mal vergessen habe, die zu entladen, bevor sie in die Winterpause gegangen sind. Die sind tatsächlich noch wirklich gut. Ich nehme sie jetzt mal noch als Vergleichsakku mit auf. Denn ich habe hier meine Küchenwaage. Und jetzt würde ich nämlich einfach schon mal vorab ein bisschen wiegen. Die Akkus, die ich bis jetzt benutze, liegen bei 654. Das waren die 4000er 6S50C, die neuen 5000er 6S50C liegen schon bei 745. Jetzt nehmen wir mal die 5000er 6S25C Red Edition, 619, und die 6000er 6S Red Edition liegen bei 725. Also ihr seht schon, wir sind hier trotz 1000 mA mehr, sind wir bei weniger Gewicht. Ich möchte ja meinen Puma, wie gesagt, mit 6S fliegen und ich denke mal, 5000er 6S wird wahrscheinlich das Mittel meiner Wahl sein. Die machen auf mich einen sehr guten Eindruck und ich bin echt gespannt, bei welchem Gewicht wir dann schlussendlich rauskommen. Bei Flyerless-System und Sender werde ich wieder auf meine gute alte Graupner MZ32 zurückgreifen, die ihr ja alle schon kennt, und werde auch wieder ein Graupner Flyerless-System einsetzen. Ihr seht also, das ist quasi das Setup, was ich verwenden werde. Ich habe schon gesehen, ich hätte mir eigentlich eine rote Haube kaufen sollen. Ich habe hier rotes CI, hier rotes CI, hier rotes CI und hier die Red Edition. Hätte ich das mal vorher gewusst. Aber ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das sind echt Top-Komponenten. Das muss doch was werden. Damit sind wir schon zum Großteil durch das Unboxing und das Setup-Video durch. Ich werde mir jetzt die Zeit nehmen und, naja, neben Hauptberuf und Baustelle in Ruhe den Heli aufbauen, die elektronischen Komponenten einbauen und dann gibt es für euch auf jeden Fall ein Review-Video, so wie schon beim 580er, wo ich einmal darüber spreche, was mir beim Aufbau so alles aufgefallen ist, vielleicht auch bei den elektronischen Komponenten. Denkt dran, wir haben neue Servos da drin mit einem lustigen Einstelltool, da bin ich besonders gespannt drauf und da gebe ich euch dann einen Einblick, was mir so aufgefallen ist. Und danach geht es auf jeden Fall zu einem ersten Flugvideo und dann würde ich sagen, machen wir uns ans Testen, denn ich bin besonders gespannt, wie sich die verschiedenen Akkugrößen, Gewichte und Kapazitäten auswirken werden. Wenn ihr genauso gespannt seid, dann und vor allen Dingen noch kein Subscriber seid, dann drückt hier unten auf den Abonnieren-Button. Das ist kostenlos und ihr kriegt dann automatisch mitgeteilt, wenn das nächste Video aus dieser Reihe online ist. Ansonsten hinterlasst mir auch gerne einen Daumen nach oben und einen kleinen Kommentar. Das zeigt YouTube, dass das, was ich mache, tatsächlich sinnvoll ist und Leuten gefällt und es hilft vielleicht auch anderen Leuten, diese Videos zu finden. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß an diesem Video und seid genauso gespannt wie ich. Ich freue mich jetzt schon mega aufs Aufbauen und ich würde sagen, wir sehen uns dann entweder in dem USA-Vlog oder zum ersten Review-Video wieder. Bis dahin! Bleibt gesund, ich freue mich, euch wiederzusehen und von euch zu hören. Wir sehen uns. Bis dann!